Diese Woche wird es in unserem aktuellen Stadtgespräch erfinderisch, denn Gregor Witzhalm plaudert mit seinen Gästen zum Thema Steirer entwickeln Weltneuheiten. Es ist fein, meine Damen und Herren, dass wir uns wiedersehen hier bei der Energie Steiermark bei einem Kanal 3 Stadtgespräch. Wieder ein hochspannendes, kann ich Ihnen versichern, mit hochspannenden Gästen. Es sind immerhin zwei Steirer hier heute, die Weltneuheiten erfinden. Einfach so. Ja, lassen Sie sich überraschen von meinen beiden Erfindern, die ich eingeladen habe. Das ist zum einen der Dr. Fritz Florian. Er ist eigentlich ein Arzt, ein Radiologe, aber viel hat er schon sich erdacht und das werden wir heute präsentieren und das gilt auch für den Ingenieur Joachim Galler. Er ist Unternehmer und auch er hat hier heute was mitgebracht, was durchaus unter die Kategorie Weltneuheit fällt, wie bei Ihnen beiden. Lieber Dr. Florian, bevor wir das ein bisschen präsentieren und auch die Idee dahinter, ich habe schon gesagt, Sie sind eigentlich studierter Mediziner und Radiologe, aber dennoch machen Sie viel nebenher und erdenken sich viele Dinge. Haben Sie das schon seit jeher so ein Gen gehabt, ein Daniel Düsentrieb gehen, möchte ich fast sagen, mit allem Respekt sage ich das jetzt natürlich, dass Sie sagen, na, die Medizin ist schön und erfüllend, aber darüber hinaus gibt es so viel noch zu entdecken auf dieser Welt. Wir haben eine eigene Veranstaltungsreihe auf der Grazer Anatomie gehabt, die sich mit den medizinischen Themen, die bis heute noch nicht erforscht sind, beschäftigt. Und unter anderem haben wir das Katzenschnurgerät erfunden, eine weltweite neue Erfindung. Mit diesem Gerät kann man sofort Patienten helfen, und zwar genau dort, wo es medizinisch fast keine Hilfe gibt. Das werden wir uns dann noch ein bisschen erzählen lassen. Aber jetzt so generell, dass ich sage, ich muss einfach ein bisschen mehr nachdenken, was die Welt und die Menschen noch brauchen könnten, was ihnen auch gut tut. Das reizt sie einfach. Als ich dann in Pension war, habe ich mich mit den Pflanzen beschäftigt und bin draufgekommen, dass die Pflanzen über Längswellen gesteuert werden. Wir haben zum Beispiel einen Bioresonanzfinder entwickelt. Mit diesem kleinen Gerät kann man herausfinden, wie Pflanzen am besten wachsen. Das ist für die Produktion sehr, sehr gut. Pflanzen, die nicht auf der richtigen Wellenlänge schwimmen, sozusagen, können nicht richtig wachsen. Es gibt aber auch andere Methoden, das herauszufinden. Also das haben wir als Beispiel jetzt. Da schaut es ein bisschen düster aus, sage ich einmal hier, dass man das vielleicht einmal kurz, darf ich das so in die Hand nehmen, ein bisschen herzeigen? Ja, das ist schaut ein bisschen, ja, sagen wir mal, bemüht aus von dieser guten Pflanze. Aber mehr ist dann nicht geworden, während wir hier ein Beispiel sehen haben. Wir zum Beispiel eine Pflanze, die erstklassig wächst. Ja. Das hängt von der Gefäßgröße ab. Das ist eine Bioresonanzpflanze. Mhm. Und das in die gleiche Pflanze, nämlich Kresse, in einem größeren Schüssel, wo praktisch gar nichts wächst. Das heißt, wir gehen ja dann noch ein bisschen in die Tiefe, Herr Doktor, aber Sie haben sich mit den Pflanzen beschäftigt und darüber nachgedacht, wie Pflanzen besser, üppiger, wertvoller gedeihen können und sind da auch zu Ergebnissen gekommen, wie wir ja hier zweifelsohne sehen. Der Herr Ingenieur Galler hat auch nachgedacht, bei ihm sind es eben nicht die Pflanzen, sondern die Tiere, ganz konkret die Katze. Hm. Herr Dr. Florian hat schon vorgestellt, ein Katzenschnurgerät. Wie entzückend klingt denn das? Es ist aber nicht nur entzückend, sondern hilfreich. Bitte, Herr Ingenieur, erklären Sie uns, was ist die Idee? Die Idee ist, dass man ja bei den Katzen, ja, wie man weiß, die sind Tiere, die sehr viel mit Knochen, also eine Knochenheilung durchführen, viel schnellere Knochenheilung durchführen als wie bei Hunden, beziehungsweise Sehnen oder Muskeln auch viel schneller vitalisieren. Also die Katze als solches. Bei der Katze als solches. Und der Hintergrund ist dann der gewesen, dass man sagt, diese Schnurfrequenz, die da bei dieser Katze wirkt, müsste ja auch bei Menschen wirken. Mhm. Man hat es dann 1:1 mit diesem Gerät in Zusammenarbeit mit dem Dr. Florian entdeckt
entwickelt und auf Menschen übertragen. Nur, dass ich mir das jetzt vorstellen kann und da mit Ihnen gemeinsam unterwegs bin. Also erstens einmal, jeder, der eine Katze hat oder man auch keine Katze hat, kann man sich vorstellen, wie angenehm das ist, wenn Katze auf einem so sitzt und vor sich hinschnurrt. Das mag man einfach, das tut wohl. Also das ist einmal Fakt. Ja? Jetzt haben Sie gemeinsam ein Gerät entwickelt, das ist hier, das haben Sie mitgebracht, das im Betrieb das simuliert, das Katzenschnurren. Das simuliert und überträgt tatsächlich die Frequenzen 1:1, wie sie bei der Katze vorkommt, auf den menschlichen Körper. Man wird dann als Mensch so quasi dran angeschlossen, kann ich das so vorstellen? In dem Fall mit diesem Kissen. Ja. Das Kissen wird auf dem Menschen platziert. Ja. Und es entsteht im Menschen dann ein Körperschall mit einem Schalldruck. Ja. Und dieser wirkt auf die Zellen. Und das Katzenschnurren wird hier imitiert, oder wie? Das wird imitiert, indem man genau diese Frequenz, wie sie von der Katze ist, abgenommen hat und über den Verstärker drüber laufen lässt. Das ist hochinteressant. Wir werden auch von Ihnen, gehen wir ja ein bisschen noch in die Tiefe, erklären lassen, wie das dann auch tatsächlich eingesetzt wird und mit welchen Erfolgen. Aber was mich interessieren würde, was sagt die Katze dazu? Haben Sie das mal ausprobiert bei einer Katze? Das haben wir auch bei der Katze ausprobiert. Die Katze, die schläft ein. Ja. Ja, die schläft ein und andere, bei Kater zum Beispiel, wenn man das Katzenschnurrgerät anwendet, die finden oder suchen dann den Feind in der Wohnung. Weil, stell dir vor, also das spricht ja für Sie, Sie haben es geschafft, zu einem hohen Grad da authentisch zu sein. So ist es. Katzenauthentisch. Jetzt hört man schon, Sie arbeiten eng zusammen. Mhm. Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Was ist da passiert in eurer beiden Leben, dass Sie sagen, wir sind da auf der gleichen Wellenlänge, weil Wellenlängen sind ja Ihr Thema. Mhm. Dass man sagt, wir machen das gemeinsam. Was ist da passiert? Ich habe eine medizinische Zeitschrift aufgeschlagen. Da hat der Herr Ingenieur Galler ein Gerät präsentiert und ich habe von vornherein gewusst, dieser Mann ist der Geeignete. Und am gleichen Tag haben wir uns noch getroffen und sind seither ein Forschungsteam. Er hat auch sein Gerät mittlerweile patentieren können. Ja. Er ist also weltweit der Erste. Und wenn man es ganz kurz zusammenfasst, Katzen schnurren sich fit für die tägliche Jagd. Ja. Und das Gleiche macht dieses Gerät mittels Katzenvibrationen, die ich vom Kehlkopf einer Katze aufgenommen habe. Das ist in dem Gerät verpackt. Verstehe. Und das wird lokal auf den Menschen übertragen. Und dadurch haben wir sensationelle Therapieerfolge in irgendeiner Weise erlebt, die wir selbst nicht glauben konnten. Und man muss ja dazu sagen, ihr seid auch schon international wahrgenommen. Ihr habt also vor den Vereinten Nationen, ich meine, hallo, gesprochen und über eure Weltneuheiten, die es ja zweifelsohne sind, und auch da schon im wahrsten Sinn des Wortes internationale Resonanz bekommen, spüren Sie auch. Also, natürlich, dass man auf Sie zukommt und sagt, Herr Ingenieur, Herr Doktor, was haben Sie da? Zeigen Sie es. Also, das passiert. Das passiert. Also, darauf muss man stolz sein als Steirer, dass man natürlich hier Landsleute hat, die da international aufzeigen. Ich möchte jetzt noch einmal zurück zu den Pflanzen kommen, Herr Dr. Florian. Also vielleicht, dass wir es noch ein bisschen konkreter machen. Sie haben sich quasi mit dem Energetischen beschäftigt, was das Pflanzenwachstum optimiert. Was ist das jetzt? Eine unsichtbare Energieform sozusagen. Bisher war es unklar, warum Pflanzen gut oder schlecht wachsen. Ja. Es gibt zwei Wellen. Die erste, die kennen wir aus der Schule her, das ist die sogenannte Hertzsche Welle. Wenn Sie auf ein Meer blicken, dann sehen Sie die Hertzschenwellen. Wenn wir zwei miteinander sprechen, dann sind das Longitudinalwellen oder Längswellen. Und über diese Längswellen werden Pflanzen, Tiere, Bakterien, Viren gesteuert. Ja. Das heißt im Klartext, also das heißt wie ein Sender, sie funktionieren eigentlich wie ein Sender und ein Empfänger. Ja. Also das heißt, wenn Sie von mir aus Kanal 3 hören wollen, dann müssen Sie diesen Kanal einstellen. Mhm. Und das können wir mit der Größe der Schüsseln erreichen. Das Interessante, was wir auch herausgekriegt haben zum ersten Mal, viele Pflanzen vertragen sich ja nicht. Es gibt eine Pflanzenunverträglichkeit. Ja. Und das sieht man hier sehr schön. In diesem Gefäß wächst nichts und in diesem Gefäß wachsen Kresseanteile. Das heißt, die Energie wird sozusagen von dem Schüssel geraubt und transferiert zu diesem Schüssel. Weil die Kresse die stärkere war sozusagen. Nein, nein, nein. Hat damit das ist beides
Gräse. Ah, in beiden Schüsseln ist Gräse drin, aber nur eines darf wachsen. Das heißt, spannend. Die Pflanzen machen sich aus, wer wächst und wer wächst nicht. Verstehe, das ist hochspannend. Und ja. Das ist zum ersten Mal hier nachgewiesen. An und für sich ist das auch bekannt unter Gärtnern. Nicht? Also man muss zum Beispiel die Samen in einen bestimmten Abstand setzen, damit was wächst. Ich verstehe. So nahe setzen die Samen, dann wird Energie geraubt und nicht der Same kann mehr keimen. Das heißt, für unser einen Laien, um ihre Erkenntnisse nutzbar zu machen, ja, und dass das nutzbar ist, sehen wir, ist jetzt was zu tun, also die Energie als solches optimal zu nutzen. Richtig. Es werden bald 4 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Ja. Chinesen bauen. Darf da inzwischen was herzeigen? Bitte sprechen Sie nur weiter. Dr. Florian, der Pflanzencode entschlüsselt, auch DVDs gibt es davon für die Interessierten. Ja, bitteschön. Es gibt bald 4 Milliarden Menschen auf der Erde, die versorgt werden wollen, weil sie Hunger haben, sonst kommt es zu Kriegen. Und die Felder kann man nicht beliebig erweitern, das geht nicht. Also wir können nur eines, mit Dünger sozusagen mehr Nahrung produzieren in Zukunft. Mhm. Oder noch zusätzlich mit den sogenannten Longitudinalwellen, und das kostet fast nichts, das Pflanzenwachstum fördern. Ja. Dadurch können anstelle von 2 Ernten, 3 Ernten oder 4 Ernten eingebracht werden. Mhm. Und das muss die Industrie dann erforschen, wie man das einsetzen kann. Wir haben hauptsächlich den Home-Bereich abgedeckt. Ja. Und ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Pflanzencode entschlüsselt. Und wir haben im Rahmen der UNO-Kongresse auch noch viele DVDs auf den Markt gebracht, die das eindeutig nachweisen, wie das funktioniert. Es kann auch jeder diese Versuche, die ich gemacht habe, zu Hause nachvollziehen. Mhm. Das kostet im Endeffekt, man sage und schreibe, nur 2 Euro. Mehr und, kosten die Versuche und, nicht. Und Engagement. Und natürlich, Engagement. Eins muss man vielleicht nur dazu sagen, weil Sie gesagt haben, naja, man kann dann eventuell, wenn man das jetzt groß denkt, statt 2, 3, dann 4 oder 5 Ernten einbringen. Der Boden muss es natürlich hergeben. Der Boden gibt es immer her. Der Boden gibt es her. Gut, also ja, das haben Sie in Ihrem Kalkül gehabt. Das ist leicht machbar. Okay. Die Chinesen machen riesige Gewächshäuser, wollen in 5 Jahren den Biomarkt der Welt erobern. Und da ist diese Technik natürlich bestens dazu geeignet. Wunderbar. Also, es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel durch einen Bioresonanztrichter die Samen fallen lassen. Und die merken sich diese Bioresonanzschwingungen und dann wachsen sie doppelt so schnell. Stell dir vor, also das haben Sie nur durchführen lassen. Ich darf nur vielleicht noch zwischendurch, das heben wir uns noch auf, Katzenschnurren. Mhm. Vielleicht können Sie erzählen, was sind die Erfolge, die Sie schon so quasi einfahren konnten. Also es klingt alles logisch, kann man sich gut vorstellen, ähnlich wie beim Dr. Florian, aber gibt es so 2, 3 Beispiele, wo Sie sagen, das ist damit passiert? Ja, definitiv. Also ursprünglich hat man damit angefangen für Rückenbeschwerden, Handgelenksbeschwerden, Arthrosen und dann ist man drauf gekommen, dass die Lunge wunderbar anspricht und wir sind mit diesem Gerät jetzt ist es erstmal gelungen, dass man zum Beispiel COPD, diese Verschleimung, die in der Lunge passiert, dass man die rausbekommt mit diesem Katzenschnurfrequenz. Es gibt weltweit kein einziges System, das derart arbeitet, als wie mit unserer Frequenz und mit unserem System. Was sagen jetzt, wenn man, Sie haben einen gestandenen Mediziner neben sich, aber was sagt so die Community, wenn Sie sagen, beispielsweise eben diese Geschichte mit der Lunge, ich kann da mit meinem Katzenschnurgerät möglicherweise oder wahrscheinlich mehr erreichen, als medikamentös Sie so noch verschreiben können. So ist es, Was sagt die Community, die medizinische? Die Medizin, die ist natürlich skeptisch, die sagt natürlich, das gibt's nicht, geht nicht, funktioniert auch nicht, ne, auch nie gehört, da hört man einiges, aber der Erfolg bestätigt es und wir haben tausende Anwender europaweit. Also man kann das dann bei Ihnen beziehen sozusagen, beim Ingenieur Gala. Man muss ja dazu sagen, das ist das Schicksal fast aller großen
Köpfe und Erfinder, dass sie in ihrer Zeit immer ein bisschen zu früh dran sind. Ja, und dass dann Generationen danach sagen, das hat schon der Dr. Florian gesagt und das hat schon der Ingenieur Galler gesagt. Also diesen Trost haben Sie alle mal. Zum Schluss noch, Herr Dr. Florian, Sie haben da noch, damit wir alles hergezeigt haben, was wollen Sie uns, was ist das für eine Geschichte? Ganz kurz noch. Alle Weinbauern kennen die Konkurrenz, die Moselweine. Ja. Die sind berühmt. Und ich habe unabhängig von meinen Erfindungen einen Moselbauer getroffen, der hat gesagt, ich habe jetzt was Wunderbares entdeckt. Man braucht nur die Weinstöcke mit einer Alufolie umsehen, ummanteln. Ja. Und, also nochmal, ich habe einen Mosel. Na, das haben wir verstanden. Also nur ummanteln mit Alufolie und dann soll was also passieren. Also das heißt, wenn Sie, so wie ein Mosel-Weinbauer, nur die Weinstöcke mit einer Alufolie ummanteln, ja, dann wachsen sie viel, viel schneller, viel, viel besser und der Wein wird wesentlich edler. Das ist ganz einfach und das ist ein Naturprinzip. Das heißt, es wird durch diese Folie praktisch das Cambium, das ist die oberste Schicht der Pflanze, gefördert und dadurch wächst sie schneller. Das ist der ganze Trick. Und das macht man so einfach? Es ist ganz einfach. Aber das man können muss Sie auch mit anderen Pflanzen machen. Ja. Also meine Frau hat das mit einer maroden Pflanze gemacht, hat sich gar nicht viel erwartet und die ist heute so schön groß. Also man sieht, man muss nur ein bisschen nachdenken oder in Ihrem Fall natürlich sehr viel, das ist ganz klar und vor allem das Engagement und das Herz haben, die Dinge dann auch durchzuziehen, in der Überzeugung, dass es funktioniert. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen hier einen Eindruck vermitteln, was hier in steirischen Köpfen passiert und dafür sage ich Herr Ingenieur Galler und lieber Dr. Florian herzlich danke, dass Sie meine Gäste waren und ein bisschen was hergezeigt haben. Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Anerkennung, Resonanz im besten Sinne für Ihre Gedanken und für Ihre Produkte. Und nochmal, wie gesagt, Dankeschön, dass Sie da waren und auch eine schöne Weihnachtszeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer das große Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir sehen uns. Wir sind schon wieder am Ende unseres Kanal 3 Steiermark Magazins angelangt. Hat es Ihnen gefallen, dann besuchen Sie doch auch unsere Homepage unter www.kanal3.tv oder Sie liken uns auf Facebook. Im Namen des gesamten Teams darf ich Ihnen eine angenehme und besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut!